Und willkommen zurück. So, wir begeben uns weiter auf die Suche in Ankh-Morpork nach Hinweisen, wie wir unser Leben retten können vor dem Bösdrachen. Lauf. Na, wo war's denn jetzt gleich? Auf ins Versteck. Müssen wir uns erst wieder verkleiden? Ich glaube. Das funktioniert. Nun, es scheint. Jetzt. Hallo? Sei gegrüßt. Ja, sei gegrüßt, Bruder Pförtner. Na schön, nenn mir die Parole, dann lasse ich dich eintreten. In Ordnung. Mal sehen. Sie lautet. Bla bla bla, Löffel bla bla bla, Schwertfisch bla bla bla. Stimmt's? Nein. Wie bitte? Du hast Sagt Simons vergessen. Oh, Sagt Simons. In Ordnung. Willkommen, o Mitbruder der Bruderschaft des Schwertes. Kuchen, ja. Kuchen braucht man immer. Funktioniert nicht. Natürlich funktioniert das. Klatschianischer Kaktussaft. Etwas schwimmt darin. Wirt, was zu trinken? Klatschianischer Kaktussaft. Warte, Herr, ich sehe nach. Nun, wollte nur ein wenig die Spannung erhöhen. Das funktioniert. Lügt doch nicht immer. Er kommt mir irgendwie bekannt vor, dieser Wurm. Hilfe. Davon habe ich. Gut. Damit haben wir jetzt wieder das erreicht, was ich schon kannte. Nein, fort mit dir. Keine Geister, keine Geister. Immer mit der Ruhe. Ich bin Zauberer. Ich gebe dir einen aus. Was hat es mit den Geistern auf sich, Teuerster? In meinem Zimmer. Ein grässliches Wesen aus der scheußlichsten aller dunklen Tiefen. Es nahm einen Passierschein fürs Tor und verschwand. Den Passierschein? Bedeutet das, du kannst einen kompletten Bericht erstatten? Oh, ich denke schon. Hast du was? Sollte meinetwegen. Fühle ich. Nein. Erzähl mir vom Passierschein. Passierschein? Entschuldigung. Erzähl mir. Es war ein saustiges. Bist du un. Nein, ich habe nichts gesehen. Abgesehen davon, dass der Geist und das Schmuckkästchen griff. Den Brief, dann an den Zettel. Aber abgesehen. Das stimmt, als ich zu mir. Erzähl mir ja. Gut. Und auf welch. Damit er öffnet, na so. Der Passierschein fürs Tor befand sich darin. Oh, das ist eigentlich eine gute Idee. Wir könnten mal wieder ein bisschen an die frische Luft gehen. Raus aus Ankh-Morpork. Sehen, was es im dritten Akt da jetzt noch so Schönes zu finden gibt. War doch irgendwo das Hühnerding. Oder gibt's den nicht mehr? Die Stelle scheint es nicht mehr zu geben. Okay, dann gehen wir halt in den Wald. Mal sehen, ob die Hexe jetzt wieder in ihrer Hütte ist. Ah, das ist Nanny Oak, alles klar. Hallo, Liebling. Huch,
Führt man als Hexe ein gutes Leben? Nun, das Geschäft läuft nicht besonders gut. Ich habe das Buch mit den Puddingrezepten verloren. Früher, da war mein Pudding unwiderstehlich. Wirklich? Nun, ich habe ein bisschen gemogelt und den üblichen Ingredienzen einen Liebestrank hinzugefügt. Man musste den Pudding einfach lieben. Das Buch ist also verschwunden? Vielleicht sollte ich einmal in der Bibliothek nachsehen. Ach, wie nett und hilfreich du doch bist. Komm jetzt und setz dich hier auf Nannys Knie. Nö. Lass uns nichts tun, das wir später bereuen. In Ordnung? Wie wär's mit einem Kuss für die alte Nanny? Brr, Verehrteste, bitte vergiss einmal, wer du bist. Aus irgendeinem Grund konnte ich mir nicht vorstellen, dass Stricken dein Hobby ist. Oh, ich find's riesig. Allerdings sind damit gewisse Schwierigkeiten verbunden, weil mein Kater Grebo mit der Wolle spielt. Der kleine Frechdachs. Sei vorsichtig, wenn du dich ihm näherst. Er hält nicht viel von Männern in Kleidern. Es ist kein Kleid, sondern ein Umhang, der okkulte Macht symbolisiert. Es stecken Pailletten dran. Zufälligerweise gefallen mir Pailletten. Von ihnen geht ein hübscher, okkulter Glanz aus, oder? Na, stimmt, die Wolle ist überall hier im Haus zu sehen. Keine Ahnung, wo das Knäuel dazu liegt. Nimm dich zusammen. Ich bin ein anerkannter Zauberer. Na, du weißt ja, was man von Männern mit großen Hüten sagt. Wie bitte? Was sagt man von ihnen? Es heißt, sie hätten einen großen Kopf. Oh. Na schön, mach dich nicht zu ra... Kann man das mitnehmen? Das funktioniert... was haben wir denn hier? Nanny Ox patentierter Lügenentferner. Entfernt hässliche Lügen und hinterlässt nur kleine Unwahrheiten. Das schade. Okay. Das funktioniert nicht. Ein hübsches kleines Schaf. Kann ich mit dem Schaf auch was machen? Das funktioniert. Hier gibt's nichts, wovor man Angst haben müsste. Okay. Ist eine Schere mit? Nö. Ein Messer? Gewagt? Das funktioniert. Nein, okay. Also ich wollte es nur scheren, um jetzt alles irgendwie ein bisschen, um alle Zweifel auszuräumen, ne? Also... Muss ich der Wolle folgen? Nein, ich kann auch direkt durch. Okay. Trottel. Also, ich meine Rincewind. Wen sonst? Ist noch irgendwas hier hinten? Bilde ich mir das auch ein. Ich dachte, es gab noch irgendwas. Das.
Nee, ich, oder? Irgendwie kommst du mir bekannt vor, irgendwie aber auch nicht. Das da Sinn, bist ne? du ja. Sie hat mich vergessen. Wenn sie doch nur käme. Okay. Das kommt mir auch bekannt vor. Nein. Nein, offenbar bin ich nicht dazu imstande. Sieht wie ein Dingsbums aus. Hast du Wasser reingelassen? Hab ich schon Wasser reingelassen? Hab ich Wasser, irgendwas, um das Wasser mitzunehmen? Das funktioniert. Na ja, noch eine Tüte. Tüte glaube ich nicht. Aber der Topf vielleicht. Achso. Ich dachte jetzt schon, da hängt den Topf daran. Okay. Der will ja nicht mehr mit mir reden. Wo ist der Frosch hin? Saß hier nicht gerade noch ein Frosch? Okay, Frosch weg. Gegessen. Sicherlich ein Franzose. Dann zurück in die Stadt. Fahren wir denn noch nicht? Straße machen wir nicht. Unsichtbare Universität fahren wir schon. Versteckung, Scheune. Hier, wo immer der Drache war. Der jetzt auch wieder ist. So etwas sollten wir besser vermeiden. Zauberer und Flammen ver. Ein großer. Okay. Und ein großer. Nein, nein. Und auch. Also der redet trotzdem nicht mit mir? Meine Güte! Sieht aus, als sei es von einem Elefanten verursacht worden. So. Ja, gehen wir mal zum Palast. Ach. Das könnte noch lustig werden. So zum Abschluss. Hau ab! Wenn du hier aufkreuzt, gibt's immer Probleme! Wer? Ich? Hau ab! Wer? Ja, dann reden Hört wir mal. Mit euch. Nein, wir hören nicht zu! Warum nicht? Hört mal! Nein, wir hören nicht zu! Ich wollte doch nicht sagen, ihr habt was aus euren Fehlern gelernt. Oh gut, ein Palastdussel. Ein Unglück kommt selten allein, wie? Okay. Haben wir ein Foto von der Frau des einen? Das funktioniert. Das funktioniert. Das funktioniert. Das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Nein. Torte? Das funktioniert. Das funktioniert. Nein, Torten ins Gesicht werfen funktioniert auch nicht. Was war denn das jetzt? Achso. Das funktioniert. Eine Tüte aus Braun. Na schön. Hier ist der Beutel. Für wen? Für deinen Freund hier. Er wollte ihn für das Essen in Gesellschaft deiner Frau. Ich habe nie... hör nicht auf ihn. Es ist eine verdammte Lüge. Es ist die Wahrheit. Er wollte sich den Beutel über den Kopf ziehen, um nicht dauernd deine Frau zu sehen. Du Verdammter! Es ist eine Lüge! Eine Lüge! Er versucht wieder Streit zwischen uns zu säen. Was? Es funktioniert. Oh ja, ja natürlich. Danke, Kumpel. Gern geschehen, Kamerad. Wir haben so viel durchgemacht.
Komisch, dass wir uns trotzdem streiten können. Ja, ich weiß. Wie dem auch sei. Geht's wieder gemeinsam durch dick und dünn? Du und ich gegen den Rest der Welt? Dafür sind Freunde da, Kumpel. Dafür sind Freunde da. Möchtest du den Beutel? Ja, in Ordnung. Entschuldigung. Okay. Aber es war ein schöner Abschluss. Ja. Was macht ihr so einen Krach? Okay, wofür der da ist, das finden wir dann aber wirklich im nächsten Teil heraus. Bis dahin.